Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen vom Mai für euch und ich finde es echt krass, dass der April schon wieder vorbei ist. Ich finde, der April ist mega, mega, mega schnell rumgegangen und ja, was mein Lesevorhaben für den April betraf, hat es leider alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich mehr lesen, habe es dann aber nicht geschafft, leider Gottes und ja, hinke mit meiner Leseliste jetzt noch einige Bücher hinterher. Rein theoretisch wollte ich heute auch lesen. Ich bin heute auch nicht dazu gekommen. Jetzt drehe ich, nachher schneide ich. Heute Abend habe ich auch noch was vor. Also komme ich jetzt auch wieder nicht zum Lesen. Also das ist momentan echt alles ein bisschen schwierig. Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, sondern um die Neuerscheinungen für den Mai. Hier habe ich wieder ein paar Bücher rausgesucht. Es sind vornehmlich wieder Liebesromane. Es sind auch zwei oder drei Jugendbücher dabei. Aber Mai kommt jetzt irgendwie in der Richtung, die ich jetzt persönlich lese, nicht so viel raus. Und ihr wisst ja, ich suche ja die Neuerscheinungen nach meinem Geschmack raus und nicht nach, was es so gibt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Buch, was am 2. Mai erscheint. Und zwar ist das der 8. und vorletzte Teil der Diamonds for Love-Reihe von Leila Hagen und ich bin sehr froh, wenn diese Reihe vorbei ist. Also ich liebe diese Reihe und ich liebe die Charaktere und die Geschichten hinter dieser Reihe, aber es ist schon echt heftig, eine neunteilige Reihe zu haben. Ich meine, die Gestaltenwandler-Reihe ist noch schlimmer und es gibt auch wie die Black Dagger-Reihe noch Reihen, die sehr, sehr viel umfassender sind, aber für mich persönlich ist bei neuen Büchern schon echt so, da geht mir langsam die Puste aus. Und ja, ich freue mich dann, wenn dann der 9. Teil dann im Juni erscheint und dann die Reihe damit auch abgeschlossen ist. Aber jetzt im Mai erscheint auch mal der 8. Teil und ich lese euch mal vor, worum es im 8. Teil der Diamonds for Love-Reihe geht. Da geht es nämlich um Daniel Bennett. Daniel Bennett lebt das Leben seiner Träume. Nur eine Sache bereut er. Dass die Beziehung mit Caroline Dunn, seiner großen Liebe, während des Studiums in die Brüche gegangen ist. Doch Caroline und er haben sich nicht aus den Augen verloren und ihre Gefühle füreinander auch nie vergessen. Fest entschlossen setzt Daniel nun alles daran, aus seinen Fehlern in der Vergangenheit zu lernen und Carolines Herz zu erobern. Denn für die große Liebe will er kämpfen. Und man hat jetzt im 7. Teil schon so ein bisschen von Daniel und Caroline mitgekriegt und man weiß schon so, wie die beiden so im Moment so zueinander stehen und wie auch Caroline so zu seiner Familie steht und das hat man jetzt alles schon erfahren und ich bin jetzt schon sehr, 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 sehr gespannt auf den vorletzten Teil dieser Reihe und ich freue mich, wenn der dann im Mai erscheint, den werde ich mir auf jeden Fall holen und dann auch gucken, dass ich ihn schnellstmöglich mitlesen kann. Dann ebenfalls am 2. Mai erscheint der 2. Teil der Backstage Love-Reihe von Liv Keen. Hier habe ich mir jetzt den Inhalt mal nicht rausgesucht, da ich diese Reihe selber noch nicht angefangen habe zu lesen. Ich wollte es an dieser Stelle einfach nur erwähnen, dass der 2. Teil dieser Reihe auf jeden Fall auch am 2. Mai erscheint, für diejenigen, die es interessiert. Ich habe die Reihe auf meinem Wunschzettel. Ich möchte sie irgendwann vielleicht einmal mitlesen, wenn ich dann irgendwann mal dazu komme. Aber erstmal steht Superbau ganz groß oben auf dem Plan. Dann ebenfalls am 2. Mai erscheint noch Outback Kiss. Das ist der 2. Teil der Outback Irgendwas Reihe, ich habe den Reihentitel leider vergessen. Das ist auch eine Liebesgeschichte und die spielt auch in Australien, so im australischen Busch und so. Die Reihe steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste. Und ja, hier, das habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, weil ich wollte jetzt nicht wieder jedes Buch vorlesen, dann wird dieses Video wieder so unglaublich lang. Ich verlinke euch die Bücher unten alle nochmal in der Infobox, dann könnt ihr da draufklicken und euch den Inhalt selber durchlesen, wenn ihr das möchtet. Und ja, wie gesagt, der 2. Teil der Outback. Ich weiß nicht, ist das die Outback-Reihe gewesen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall erscheint dieses Buch auch am 2. Mai. Dann habe ich noch zwei Bücher, die am 2. Mai erscheinen. Und das eine davon ist Gebieter der Elemente von PC Cast und ihrer Tochter. Das ist der erste Teil einer Reihe und ich glaube, das ist auch die erste Reihe, die die beiden zusammengeschrieben haben. Und ja, es ist eine Jugend-Fantasy-Reihe und ich lese euch mal vor, worum es in dieser geht. Foster ist kein normaler Teenager. Sie besitzt die Gabe, Gedanken zu manipulieren. Und nicht nur das. Als ihre Adoptivmutter durch einen Tornado stirbt, offenbart sich, dass sie das Element Luft nach ihrem Willen beeinflussen kann. Aber nicht nur sie ist dazu imstande, sondern auch Tate, der ihr den letzten Nerv raubt. Und beiden wurde ihre Gabe nicht zufällig zuteil, sondern sie wurden bewusst zu Gebietern der Elemente erschaffen. Doch von wem und mit welchem Ziel? Während Foster und Tate sich näher kommen, müssen sie erkennen, nur gemeinsam können sie ihrem Schöpfer die Stirn bieten. Und ich finde, das klingt echt wieder richtig cool. Ich finde, das klingt wieder nach einem coolen Ansatz für so eine Jugend-Urban-Fantasy-Reihe. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Es steht jetzt nicht priorisiert auf meiner Liste, da ich ja dieses Jahr eigentlich eher rein beenden möchte, wie neu anfangen. Also ich habe für mich gesagt, wenn ich jetzt eine Reihe sehe, die ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben möchte, dann fange ich die auch neu an. Aber alle anderen Reihen sind dieses Jahr leider raus. Die werde ich nicht neu anfangen, deswegen werde ich auch keine neuen Reihen mehr kaufen.
was ein bisschen traurig ist, aber ich möchte irgendwann echt hier diesen Sub weg haben und anders geht es leider nicht. Aber ich finde, das klingt echt nach einer richtig, richtig coolen Geschichte. Und das letzte Buch vom 2. Mai ist Jeden Tag ein Wort von dir von Cheyenne Yang. Das ist auch so ein Jugendliebesroman und ich finde auch dieses Buch hört sich ganz, 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 ganz toll an und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Sascha ist gestorben, aber sie hat ihre beste Freundin nicht im Stich gelassen. Fast jeden Tag erhält Rookie eine Botschaft. Sie soll Saschas leiblichen Bruder Elijah erzählen, wer seine Schwester gewesen ist. Dafür hat Sascha einen Bootsausflug organisiert, einen DVD-Marathon mit ihren Lieblingsfilmen, ein Rollenspiel und einen Konzertbesuch. Nur eines hat sie nicht vorhergesehen, dass Rookie sich in Elijah verliebt. Und ich finde, das klingt auch nach einer richtig, richtig tollen und vor allem gefühlvollen Geschichte. Und ja, wie gesagt, erscheint am 2. Mai Jeden Tag ein Wort von dir. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 13. Mai erscheint Love to Share, Liebe ist die halbe Miete von Beth O'Leary. Und in diesem Buch geht es wohl um zwei Menschen, die zusammen in einer Wohnung wohnen, sich aber aufgrund ihrer Arbeitszeiten nie sehen und nur über so kleine Post-its miteinander kommunizieren und darüber verlieben die sich dann ineinander. Und ich finde, das klang auch echt nach einer richtig süßen Geschichte. Und ja, wenn euch das interessiert, wie gesagt, Link ist in der Infobox, dann schaut euch das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, erscheint am 13. Mai. Dann habe ich mir noch mit aufgeschrieben Prince of Passion Henry von Emma Chase. Das erscheint am 21. Mai. Das ist ja die aktuelle Reihe vom KISS Imprint. Und ich habe diese Reihe für mich jetzt persönlich beim KISS Verlag einfach einmal ausgesetzt. Ich hatte ja Redwood gelesen und auch Broken Darkness gelesen. Und ich habe jetzt gedacht, ich lasse diese Prinzenreihe einfach einmal aus. Ich bin aber schon sehr gespannt auf die neue Reihe, die dann ab Juni, glaube ich, war es. Im KISS Verlag erscheint. Das ist ja so eine Reihe, wo es um eine kleine Insel geht, auf der ein Leuchtturm steht und das klingt wieder so voll nach meinem. Und ja, wie gesagt, dieses Prinzen-Ding ist jetzt nicht so 100% mein. Aber ich dachte mir halt, dass ich es an dieser Stelle einfach mal mit erwähne, dass Prince of Passion Henry am 21.05. erscheint. Dann habe ich mir für den 25.05. aufgeschrieben Clans of London. Der erste Teil heißt Hexentochter von Sandra Grauer. Und ich finde auch, das klingt nach einer richtig coolen Geschichte. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Eine uralte Prophezeiung, ein gefährlich charmanter Magier und eine Stadt voller verfeindeter Hexenclans. Als Caroline den geheimnisvollen Ash kennenlernt, ahnt sie nicht, dass ihr Leben schon bald in seinen Händen liegen wird. Denn Ash ist ein Magier und Caroline eine Hexe. Eine Hexe, deren Magie nie aktiviert wurde. Und das wird sie an ihrem 18. Geburtstag das Leben kosten. Während Caroline und Ash alles daran setzen, dieses Schicksal durch ein magisches Ritual abzuwenden, kommen sie sich näher. Doch dann erfährt Caroline, dass die beiden mächtigsten Hexenclans von London Jagd auf sie machen. Denn Caroline ist Teil einer uralten Prophezeiung. Und sollte sich diese erfüllen, sind die Hexenclans dem Untergang geweiht. Und ich finde, das klingt echt nach einer richtig coolen Geschichte. Es ist auch nur eine Dilogie. Und ja, die Clans von London habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja, da ich keine neuen Reihen anfangen darf dieses Jahr für mich, habe ich es auf meinem Wunschzettel irgendwann für später. Verdammt! Ah, es gibt so viele Bücher, wo ich sage, boah, da hätte ich voll Bock drauf, das jetzt anzufangen und zu lesen. Aber nein, dann habe ich ja nochmal 150 Reihen, die ich mir angefangen habe. Und das will ich ja nicht. Deswegen muss ich tapfer und stark sein. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das Kiss Me Once von Stella Tech. Dieses Buch erscheint am 25. Mai und ist auch wieder ein Liebesroman. Und ich finde auch hier, dass die Geschichte sich richtig, richtig cool anhört. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Nie hätte Ivy Redmond damit gerechnet, bereits am ersten Tag an der University of Central Florida ihren Traumtypen über den Weg zu laufen. Ryan McCain ist nicht nur frech, sexy und geheimnisvoll tätowiert, sondern bekommt im Wohnheim auch noch das Zimmer direkt neben ihr. Jeder Blick aus Ryans grünen Augen, jede zufällige Berührung bringt ihr Herz zum Stolpern. Doch genau wie Ivy ist Ryan nicht wert zu sein vorgibt. Denn Ivy ist als Tochter aus reichem Haus inkognito an der Uni und Ryan ist ihr Secret Bodyguard. Und ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz tollen Geschichte. Die kann echt richtig, richtig gut werden. Und ja, deswegen habe ich mir das Buch auch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Vielleicht kann ich ja das Buch irgendwie so mit in meine Leseliste noch mit irgendwo dazwischen mogeln. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall finde ich, klingt das nach einer richtig coolen Geschichte. Deswegen habe ich mir das auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, werde ich mir auf jeden Fall kaufen, da ich von dieser Autorin schon einige Bücher gelesen habe und die Bücher bisher alle sehr, 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 sehr doll geliebt habe. Und zwar erscheint am 27. Mai Falling Fast von Bianca Joseboni. Das ist der erste Teil einer zweiteiligen Liebesgeschichte. Und ja, ich lese euch natürlich auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Und da freue ich mich echt schon sehr drauf. Hayley DeLuca hat einen Plan.
Die Zeit, in der sie sich zu Hause verkrochen und vor der Welt versteckt hat, ist vorbei. Sie will mutig sein und sich trauen, all die Dinge zu tun, vor denen sie sich früher immer sehr gefürchtet hat. Doch dann lernt sie Chase Whitaker kennen und weiß augenblicklich, dass sie ein Problem hat. Denn mit seiner charmanten Art weckt Chase Gefühle in ihr, die sie längst verloren geglaubt hat. Und nicht nur das. Er kommt damit ihrem dunkelsten Geheimnis viel zu nah. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Und wer die Firsts-Reihe von Bianca gelesen hat, der kennt Chase ja auch schon. Denn Chase ist ein Nebencharakter aus der Firsts-Reihe. Und ich finde das ja immer wieder so toll, dass Bianca so Crossover in ihre Bücher einbaut und der eine aus der Reihe mal in dem Buch dann mit auftaucht, auch wenn die Geschichten eigentlich nicht zusammengehören und die Reihen. Und ah, ich liebe sowas. Und Bianca macht das immer mal wieder gerne, dass sie das mit einbaut. Und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich dann so einen Charakter aus einem anderen Buch von ihr wiederkenne. So wie bei der letzte erste Kuss, wo dann das Pärchen von was auch immer geschieht mit drin war. Und ach, ich fand es einfach so toll. Und ja, auf Falling Fast freue ich mich auf jeden Fall unglaublich. Und ich finde auch dieses Cover einfach mal mega, mega, mega schön. Der Lux Verlag und seine Cover, ne? Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Lux Verlag, ihr seid der Tod für meine Geldbörse. Und ja, ich habe mir auch das neue Buch von Brittany C. Cherry schon gekauft. Das will ich auch auf jeden Fall jetzt im Mai dann gleich mitlesen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und das Cover ist auch richtig hübsch. Und geht ja auch so in die Richtung wie das von Falling Fast. Dann haben wir jetzt noch drei Bücher. Und zwar ist das zum einen Flammenflug von Melissa Caruso. Das ist der erste Teil einer High-Fantasy-Reihe. Und in dieser Reihe geht es um Magier, die an ein Wesen gebunden werden, damit ihre Kräfte kontrolliert werden. Und das muss jeder Magier tun. Und die werden in der Regel immer an Falken gebunden. Wieso, weshalb, warum, stand da jetzt leider nicht bei der Inhaltsangabe. Und unsere Protagonistin in dieser Geschichte wird aber durch einen Unfall an einen Menschen gebunden. Und jetzt versuchen die beiden Menschen, das Bündnis nun wieder zu lösen. Und naja, was dann halt alles so passiert, ich glaube, das ist es dann, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich fand, dass sich das eigentlich auch ganz cool angehört hat. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt halt nicht wieder so viel vorlesen. Deswegen, wenn euch das interessiert, schaut in die Infobox. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Glück ist meine Lieblingsfarbe von Christina Günack. Und auch das ist eine Liebesgeschichte, wo es um eine Frau geht, die nicht so richtig ein Ziel im Leben hat und auch nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Und dann erst mal den Urlaub fährt und dort einen Menschen und dann dort einen Mann kennenlernt, der das genaue Gegenteil von ihr ist. Und ja, die beiden lernen sich dann, wie gesagt, kennen und lieben. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, nur dass da ein Hund noch eine gewisse Rolle mitspielt. Und ja, das letzte Buch ist The Opposite of You von Rachel Higginson. Und da habe ich mir das Ganze mal wieder aufgeschrieben und das möchte ich euch gerne vorlesen, denn ich finde, das klingt auch wieder einfach unglaublich gut. Mit gebrochenem Herzen und geplatzten Träumen kehrt Reverdy Lane in ihre Heimatstadt zurück. Um wieder auf ihre Füße zu kommen, macht sie sich mit einem Foodtruck selbstständig. Dumm nur, dass sie diesen genau gegenüber des Sternenrestaurants abstellt, in dem Killian Quinn, der Bad Boy der Kochszene, das Zepter schwenkt. Er gilt als arrogant und launisch und ist doch eine Legende. Aber die junge Frau lässt sich von dem schroffen Konkurrenten nicht einschüchtern und schon bald fliegen die Fetzen und die Funken zwischen Vera und dem heißen Sternekoch. Und ich finde, das klingt einfach wieder in einer richtig tollen Geschichte. Und ja, The Opposite of You habe ich mir auf jeden Fall mit auf meine Liste geschrieben von den Büchern, wo ich versuche, die dieses Jahr irgendwie noch mit zu lesen und reinzustopfen und vielleicht irgendwann noch mit lesen zu können. Ich muss mal gucken. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit den Neuerscheinungen vom Mai. Es waren im Mai jetzt Gott sei Dank nicht so viele Bücher, die ich auch zwingend haben musste, wie im April. Der April war ja echt übel mit den Neuerscheinungen, weil da auch so viele Fortsetzungen von Reihen rausgekommen sind, die ich auch persönlich angefangen hatte. Und das war echt übel im April. Und ja, jetzt habe ich schon fleißig Bücher geshoppt den einen Tag, habe ich mir mal wieder ein paar Bücher gegönnt. Aber drei Bücher waren davon Fortsetzungen und ein Buch war Brittany C. Cherry, also war ich ganz brav beim Bücherkauf und habe wirklich nicht über die Stränge geschlagen und noch irgendwas anderes gekauft, auch wenn ich kurz in Versuchung war. Aber ich dachte mir so, nein, du willst das irgendwann mal auf die Reihe kriegen, also reiß dich jetzt verdammt nochmal zusammen. So, ja. Mehr gibt es jetzt an dieser Stelle zu den Neuerscheinungen für Mai auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wie immer gilt, wenn ihr noch andere Neuerscheinungen kennt, schreibt sie für mich und auch für die anderen unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten gibt es nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und habt ihr eigentlich gesehen, dass Milo auch da ist? Der liegt da hinten. Da liegt er und pennt, der alte kleine Penner.
Ich bin ja froh, dass er gerade mal schläft. Er hat nämlich heute ein neues Spielzeug bekommen und mit diesem neuen Spielzeug ist er jetzt die ganze Zeit hier durch die Gegend gerannt, wie so ein Kaputter. Und ich habe ihm das jetzt einfach mal weggenommen, weil dieses Spielzeug nämlich quietscht und dann hätte ich nicht drehen können. Und ich glaube, es war gut, dass ich es ihm weggenommen habe, denn jetzt schläft er und ist kaputt. Der kleine Schatz. Ist er nicht süß? So, jetzt aber. Tschüss.